So, und damit herzlich willkommen zurück zu PC Building Simulator. Und ich würde sagen, wir machen direkt mal mit dem weiter, womit wir im letzten Part aufgehört haben. Wir haben den PC gebaut und sogar noch am Ende die RGB-Beleuchtung eingestellt. Aber was jetzt noch zu tun ist bei diesem, ja, minimal krassen PC für $4,740, das ist einfach nur noch die Übertaktung von CPU und GPU. Und da müssen wir erstmal schauen, dass wir das alles hinbekommen. Wir sollten ja irgendwie, ich glaube, es war der Core-Takt. Oh nein, ich sehe jetzt schon. Nein. 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 Wir werden nicht den Takt erreichen, den wir erreichen müssen eigentlich. Nein. Oh, wir müssen also eine andere Grafikkarte hier reintun. Das habe ich schon fast befürchtet. Hatte ich nicht noch irgendeine andere Grafikkarte zusätzlich gekauft? Irgendwas? Noch eine 2080 Ti, aber die erreicht diese Taktraten nie. Aber das wird jetzt interessant. Wir müssen wirklich halt dann gleich schauen, ja, was für eine Karte, die wir besitzen, so hohe Taktraten erreichen kann. Uff. Das ist nicht gut. Ich würde das jetzt halt tatsächlich direkt machen. Und zwar würde ich erstmal schauen, was ist das, was wir bisher dabei haben, was die höchsten Taktraten besitzt. Core-Frequenz. Ja, das ist halt die einzige, die so hohe Taktraten besitzt. Sonst müssen wir jetzt mal unsere Augen aufhalten. Wir haben hier eine 1060, die hat 1860 MHz. Eine 1080, die hat 1936, was ziemlich hoch ist eigentlich. Vielleicht schaffen wir die ja so weit zu übertakten. Aber ich bin skeptisch. Ich probiere es. Yay. Ich probiere es mal. So, kann ich dich wieder wegmachen? Okay. War doch klar, dass wir dafür jetzt hier irgendwie wieder was ändern müssen. Und das müssen wir dann natürlich auch nochmal reparieren. So. Dafür würde ich gerne so ein paar Sachen hier abändern. Und zwar gehen wir zwar so nach hinten, aber dann hier noch... Ja, nach oben ist schwierig. Wir können hier wieder nach oben gehen und dann da wieder nach unten. Sieht jetzt nicht miserabel aus, aber auch nicht toll. Dafür muss jetzt erstmal das Stück hier nach vorne. Das sieht schon besser aus. Dann das nach hinten. Nach vorne auch, meine ich. Sorry. Und so sollte das eigentlich funktionieren. So, nochmal ein bisschen nach oben. Und hier auch. Ja. Und dann können wir eigentlich wieder das Kühlmittel reinmachen. Und mir ist gerade aufgefallen, wir haben auch noch nicht Sachen wie PSU-Verkleidung und so wieder dran gemacht. So, Staubfilter für oben. PCI-Verriegelung war von hier. Sonst haben wir alles. So, mal schauen, ob der PC gleich, wenn das hier einmal durchgelaufen ist, also jetzt, ob der PC sich dann übertakten lässt, soweit, von der Grafikkarte aus. Bitte, bitte, bitte. Nein! Warum nicht? Warum haben wir keine Grafikkarten, die das aushalten? Das kann doch nicht ernsthaft sein. 1060 war eigentlich immer noch dafür bekannt, sich relativ stark übertakten zu lassen. Können wir mal schauen, ob wir da die Taktraten hinbekommen? Theoretisch ja. Ja, okay, das ist genau das, was sie wollen. Ich schau mal, ob die... bei dieser Taktrate, die ich hier brauche,
überhaupt laufen würde. Ja, das geht sogar von der Temperatur. Das heißt, wir wissen, was wir gleich nachkaufen müssen. Ja, wie gesagt, das läuft. Ich würde tatsächlich mal schauen, ob wir irgendeine RTX-Karte haben, der ich das zutraue. Eigentlich nicht. Vielleicht dieser 2080 Super. Aber eher nicht. Ja klar, wir müssen schon eine neue Grafikkarte wieder reintun. So, RTX 2080 Super. Wie gesagt, ich will erstmal testen, was für Grafikkarten das aushalten würden, bevor wir uns dann für eine entscheiden. Nein. Okay, dann schauen wir hier mal kurz nach. Wie ist denn bei 2060 mit der Taktrate? Vielleicht geht's doch. Ich kaufe die mal mit und kaufe auch die GTX 1060 von Gigabyte, nämlich die hier. I guess, die scheinen stärker zu sein. Ich hoffe, die ist jetzt nicht bei irgendwas limitiert. Aber wir wollen natürlich trotzdem erstmal die 2060 ausprobieren. Vielleicht lässt die sich ja auch so weit übertakten. Oder ähnlich weit. Na, bitte, bitte. Nein. Okay, damit habe ich rechnen müssen. Schlimmeres. So, 1060 Extreme Edition. Ob die schafft das? Ja, wer sagt's denn? So, das hier muss die Karte auf jeden Fall aushalten. So, ich würde tatsächlich mal erst die Grafikkarte übertakten, danach die CPU. Wie gesagt, ich hätte übrigens natürlich sehr, sehr, sehr gerne eine neuere Grafikkarte genommen, aber das hatten wir schon mal. Es gibt kaum Grafikkarten, die über diese 2100 MHz hinauskommen und ich vergesse immer wieder, welche es waren. So, ich glaube nicht, dass wir die 2300 hier hinbekommen. Oh doch, 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 geht noch. Ja, noch weiter drüber würde ich ungern gehen eigentlich. So, das hier können wir noch machen von mir aus. Und dann ist jetzt die CPU dran, die eigentlich ja in einem Tiefschlaf sein müsste, was die Temperaturen angeht, mit diesen zwei 480er Radiatoren, die dranhängen. Beziehungsweise erstmal ist der RAM dran. So, 3466 müsste der RAM eigentlich schaffen. Und die CPU muss sich wie hoch übertakten mindestens? 3325. Also das hier ist Minimum. Das wird jetzt lustig. Soweit habe ich, glaube ich, noch nie eine Threadripper CPU übertaktet. Erfolgreich zumindest nicht. Glaube ich. Glaube ich. Bedeutet nicht, dass ich mich da nicht irren kann. Aber jetzt wird es lustig, die Temperaturen zu sehen, glaube ich. Was? 48 Grad nur? Aber der PC ist wegen der Grafikkarte jetzt abgestürzt. Okay. Gut, von mir aus. Dann gehen wir halt hier nochmal 50 MHz runter. So, sagen wir 2250. Ich hoffe nicht, dass es jetzt wegen des Strom war. Ich habe nicht darauf geachtet, weil wir hatten auch schon, dass diese Fehlermeldung kam, weil wir nicht genug Strom hatten. Achten wir mal auf die Wattzahl. Wir haben ein 850 Watt Netzteil drin. Aber das sollte eigentlich nicht mit dieser Grafikkarte überschritten werden. Trotz dieser krassen Übertaktung. Ja, nee, ich glaube, es war die Grafikkarte, die zu warm wurde. Auch wenn wir natürlich schon relativ hohe Wattzahlen hier erreicht, wie ich sehe. Jetzt bin ich gespannt, wie hoch geht das?
weil wir haben ja nur eine 120 Watt Grafikkarte drin. Das heißt, alles, was sonst verbraucht wird, ist eigentlich die CPU, weil ja der Strom, der von so Sachen wie Lüftern und so weiter gezogen wird, ist eigentlich schon fast ja irrelevant, niedrig. Aber durchaus eine nice Leistungsaufnahme hier. Kann man gut machen. Und ganz ehrlich, wenn wir hier höchstens auf 48,69 Grad laufen, dann wird weiter übertaktet, würde ich sagen. Solange bis die CPU sagt, nope, das ist mir zu viel. Probieren wir mal 4,4. Das ist schon ein riesiger Schritt wieder. Aber zumindest idle läuft es immer noch so kühl wie vorher. So, schauen wir mal, was sie hier sagt. Oh, es ist wieder die Grafikkarte, die jetzt zu warm wird. Also man merkt durchaus, die Gehäusetemperatur hier drin ist nicht angenehm. Weil die Grafikkarte kriegt natürlich eine Menge der Wärme ab, die hier reinkommt. Durch die CPU. Weil die ja so eine krasse Übertaktung bekommt. Aber macht das Teil solide mit 52,25 Grad. Also, wie weit können wir das Teil übertakten? Wir wollten jetzt eigentlich keinen Übertakt-Part machen, aber ganz ehrlich, wenn das so gut geht. Ich würde tatsächlich auch nochmal schauen, ob wir hier vielleicht auf die 3600 MHz gehen können. So, hier machen wir auch nochmal. So, wir haben einfach nochmal ein ganzes Gigahertz zutun. Ich tue einfach ein ganzes Gigahertz noch. Gigahertz sage ich schon. Megahertz. Also 100 MHz nochmal komplett drauf. Klein ganzes Gigahertz mehr übertakten. Bei so einer CPU. Allein die Vorstellung. Das wäre komplett geistesgestört. Aber ich glaube, jetzt wird die GPU wieder zu warm. Ja, es ist halt wirklich einfach nur die GPU. Wir werden keine tollen Zahlen beim GPU-Test erreichen. Das kann ich euch jetzt schon versprechen. Aber der CPU-Test, der wird interessant. Der wird durchaus interessant. Mal schauen, wir dürften eigentlich ja jetzt keinen Bluescreen mehr bekommen, nein. Aber da ist eigentlich noch ein bisschen Spielraum. Wir haben immer noch gute 20 Grad, die wir hochgehen können. Probieren wir nochmal 100 MHz. Ich meine, kann auch sein, dass ich es hier komplett überreize jetzt mit, aber warum nicht? Warum nicht? Vielleicht schafft das ja auf 4600 MHz. Das ist halt echt schon krass für so eine CPU. 4,6 GHz. Ich weiß nicht, wie stark sich in Real Life so ein... Okay, das hier war zu viel. So ein 2970 WX übertakten lässt, aber ich glaube nicht so stark. Und falls doch, dann ist das schon ziemlich krass. Auch wenn kaum jemand mit so einer Wasserkühlung so ein Teil zu Hause betreiben wird. Ich gehe mal nicht davon aus, zumindest. Okay. Ist das hier vielleicht die Rahmenübertaktung gewesen? Oder war das jetzt wieder die CPU, die da ein Problem gemacht hat? Probieren wir es mal aus. Okay, nein, war die CPU. Gut, dann sollte das ja so gehen jetzt. Also vermute ich zumindest mal.
Okay. Test steht bevor. Ja, naja. Hey, wir haben es bis zu 4,5 GHz geschafft. Das reicht auch. Musste nicht zwingend mehr sein. So, genau, wir lassen noch mal kurz einen Test drüber laufen. Ein Endlos-Test bitte. Weil ich vielleicht noch mal ein bisschen an der Grafikkarte schrauben wollte. So nämlich. So. Also ein bisschen was muss hier doch noch drin sein. Vielleicht das hier? Okay, da würde ich jetzt nicht gern drüber gehen, also lassen wir so. Und lass mal kurz einen Test laufen. Wow, 26 FPS für eine CPU, die ja wie gesagt so viele Kerne hat. Das ist schon krass. Läuft sehr. Wird lustig, gleich das Ergebnis daraus dann zu sehen, weil ja, es müsste ein sehr, 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 sehr krasser CPU-Score sein. Auch wenn der GPU-Score nicht so overwhelming sein wird, weil, naja, es ist halt einfach nur eine 1060. Aber mehr war halt einfach nicht drin. Leider. Au, das tut schon fast weh. Das sieht aus wie Slow Motion. Und hier halt noch mehr. 26 FPS. Uff. Das tut wirklich schon fast weh. Im Gegensatz zu diesem sehr, sehr krassen PC. Der tut nicht weh. Ich hätte lieber Radiatoren gehabt mit RGB-Beleuchtung, aber es gibt hier keine so großen. Was? 4009? Was? Hä? Ist irgendwas mit dem Test kaputt? Ja, die Sache ist, der ist halt immer komplett Vollbild. Hä? Was? Die CPU ist doch nicht am Thermal Throttle. Und die GPU sollte es auch nicht sein. Kann hier gern nochmal ein bisschen runtergehen. Aber die CPU sollte eigentlich nicht... Die 26 FPS sind mir eben schon ein bisschen komisch vorgekommen. Ich will mal kurz was schauen. Ich würde gerne noch mal ein bisschen runtergehen mit dem Takt bei der CPU. Einfach nur, um zu schauen, ob vielleicht hier irgendwas sehr weird ist. Nee, das hier ist so. Geht auch hier nicht höher. Hier ist etwas sehr, sehr komisch. Und ich bin mir nicht sicher, was los ist. Ich lasse es jetzt aber auch einfach mal so. Wenn ihr eine Idee habt, was mit diesem PC los war, wir werden ihn gleich trotzdem einfach wegtun. Wir haben ja alle Ziele erreicht. Dann schreibt ihr gerne mal in die Kommentare, was ihr glaubt, was das Problem gewesen ist. Ich glaube, das Spiel ist da so ein klein wenig buggy, weil es macht keinen Sinn, dass dieser PC nicht mal 5000 Punkte erreichen soll. Der müsste eigentlich sich eher so im Bereich trotz allem von über, ja nicht über 10.000 wahrscheinlich, aber so mindestens 8.000, 9.000 befinden, allein durch die CPU. Ich weiß nicht, was da los ist. Irgendwas ist mit dem Test, glaube ich, komisch. Also wir können uns noch mal ein paar Sachen anschauen, nämlich zum Beispiel hier mal die Angebote auf eBay.
Okay, die Sachen sind alle sehr uninteressant. Eine 1070 Ti brauchen wir eigentlich nicht. Eine Cooler Master Liquid 120, nee. So eine kleine Wasserkühlung ist unnötig und SSDs haben wir genug. Auch gebrauchte, vor allem gebrauchte, würde ich sogar sagen. Was haben wir hier bekommen? Silverstone Fahrer B1. Ich muss zugeben, ich habe keine Ahnung, was das Silverstone Fahrer B1 ist. Ich gehe von hier sowas aus? Nein. Ja, nee, das wird keinen Sinn machen. Das auch nicht. B1. Ah, ein Gehäuse. Mit Tower für gutes Geld. Hört sich interessant an. Werden wir definitiv mal drin bauen. Sonst haben wir bekommen eine Asus ROG Strix GeForce RTX 2080 Ti 11 GB Gaming. So, 2080 Ti Asus. Ich weiß nicht, ob das unser krassestes Modell der Karte ist. Nee, es ist nicht mal ansatzweise das krasseste. Es ist günstigste normale Wow. Aber ich glaube, da kommt noch eine zweite Karte von Asus, die krasser betaktet ist. Aber hey, das ist eine gute Budget-Karte, auch wenn sie einen relativ niedrigen Takt besitzt. So, sonst haben wir bekommen eine RTX 2070 Super von EVJ. 2070 Super von EVJ, das haben wir hier. Die ist eigentlich auch relativ günstig. Das ist jetzt bisher mit einem guten Abstand unsere günstigste 2070 Super, die nicht nur die Mini-Karte ist. Das heißt, sie hat schon eine höhere Taktrate, wenn auch nicht auf dem Niveau von dieser Asus- oder Gigabyte-Karte. Aber ist annehmbar. Und wir haben endlich hier in diesem Shop das Kupferrohr bekommen, was nur $500 kostet. Kaufen wir aber trotzdem nächstes Mal, wenn wir eine Kastenwasserkühlung bauen mit. So, das hier kann also weg. Und wir haben das EVJ DG77 bekommen. DG77, Sekunde, so. Hatten wir das nicht schon? Nee, das war das 76. Was ist der Unterschied zwischen 76 und 77? Ich sehe gerade keinen. Bist du 250, bist du 390, bist du 165? Das ist alles gleich. Also bis auf, dass das 77 teurer ist. $20. Ja gut. Von mir aus. Dann kaufen wir da halt das weiterhin der 76er, wenn das andere teurer ist. So, ich habe hier für immer noch keine Erklärung. Obwohl der CPU-Score ist tatsächlich sogar relativ hoch, wie ich sehe. Aber der GPU-Score bremst das anscheinend so krass aus. Naja, keine Ahnung. Falls ihr irgendwelche Ideen habt, wieso wirklich die Scores so niedrig sind, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Sonst würde ich sagen, verkaufen wir gerade nochmal diesen PC hier. Was? Was? Warum nur 4 Sterne? Ach stimmt, ich musste was von EK verwenden. Das habe ich diesmal ja nicht getan, weil ich den CPU-Block ausgetauscht habe. Okay, nicht schlimm. Gibt Schlimmeres. So, wir haben wenigstens trotzdem unser ganzes Geld bekommen, das ist okay. Genau, das war nämlich dieser Auftrag, den können wir dann verwerfen. Und das soll es dann erstmal von dem heutigen Part von PC Building Simulator gewesen sein. Lasst mir doch gerne noch ein Abo da. Wenn es euch gefallen hat, ein Like. Könnt ihr mir natürlich auch gerne da lassen. Und verpasst auf jeden Fall nicht Part 300 von PC Building Simulator. Ich weiß noch nicht, was ich machen werde, aber ich lasse mir schon noch was Interessantes einfallen. Bis dann und ciao.